Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Video will ich Ihnen zeigen, wie man mit Hilfe von Screencast-O-Matic, einer kostenlosen Software, ein Erklärvideo erstellen kann. Das kann man dann perfekt zum Beispiel im Flipped Classroom einsetzen. Um ein Erklärvideo zu erstellen, braucht man eine Software, die den Bildschirm abfilmt und die findet man kostenlos bei screencast-o-matic.com. Man gibt einfach screencast-o-matic.com in den Browser ein und schon kommt man eigentlich zu dieser Seite, wo Sie sich jetzt hier befinden. Hier ist es ein bisschen schwieriger, diese Datei, die man dann zur Installation braucht, zu suchen oder zu finden. Man geht auf Start Recording und anschließend kann man theoretisch das Ganze im Browser öffnen. Bei mir ist es jetzt schon geöffnet, man braucht es aber nicht hier im Browser filmen. Das ist ein bisschen umständlich, sondern man kann diese App, also diese Datei, auch hier herunterladen. Install Screencast-O-Matic 2.0.exe. Diese Datei speichern und dann installieren. Und dann kann es losgehen. So schaut dann die Software aus. Ja, und da kann man jetzt einzelne Sachen erkennen. Man merkt nämlich schon, eine Webcam wird aufgezeichnet. Also wenn ich diese Software hier habe, kann ich nämlich entweder nur den Bildschirm abfilmen. Das heißt, ich wäre dann auch nicht zu sehen. Oder ich kann nur die Webcam abfilmen. Das heißt, nur das, was jetzt hier Sie von mir sehen, wird gefilmt. Oder eben beides, so wie man es von manchen Erklärvideos kennt. Keine Scheu, sich selber mal einblenden und schauen, wie es ausschaut, aber für ein Erklärvideo beim Flipped Classroom ist es meiner Meinung nach nicht zwingend notwendig, dass man auch seine eigene Facecam mit einbaut. Maximal Time ist einfach eine kostenlose Variante, deswegen kann man nur 15 Minuten filmen, ist aber nicht weiter dramatisch. Ich meine, länger wie 5 oder 10 Minuten sollte ein Erklärvideo wahrscheinlich ja eh nicht dauern, wenn man auf eine Stunde sich für den Schüler vorbereitet. Die Size, also wie groß wird gefilmt, das ist jetzt momentan dieser Kasten hier. Den kann ich natürlich größer ziehen, so wie ich möchte. Ich verwende immer den Fullscreen, denn man muss, steht hier, also wenn ich hier auf diesen Engel hier drücke, kann ich auf Fullscreen gehen, dann wird der ganze Bildschirm gefilmt. Man muss sich immer vergegenwärtigen, es wird das gefilmt, was der Bildschirm hergibt. Also wenn der Bildschirm, den ich daheim habe, von dem ich abfilme, ein 16:9 Bildschirm ist, wird ein 16:9 Video rauskommen. Wenn es ein 4:3 Bildschirm ist, wird ein 4:3 Video rauskommen. Dementsprechend hat es dann halt bei YouTube Render oder nicht. Also wenn einen dann wundert, dass an der Seite schwarze Ränder dran sind, nichts denken, das liegt halt dann daran, dass sie wahrscheinlich einen 4:3 Bildschirm haben, aber YouTube 16:9 Filme anbietet. Also es kommt immer darauf an, was man für einen Bildschirm hat, wenn man abfilmt. Ja, hier bei Narration sieht man schon, okay, mein Mikrofon funktioniert, das sollte nämlich angeschlossen sein. Und Computer-Audio habe ich ausgemacht. Das sind quasi Signaltöne, die über den Computer kommen oder eben Audio-Files, die über den Computer kommen. Wenn man eine Begleitung will, kann man das natürlich dann auch noch mit abspielen lassen. Ist aber doof, wenn man eine E-Mail kriegt, dann machst du nämlich während dem Video Bing und dann kriegt man den Ton auch nicht mehr raus. So, und dann ist es ganz einfach. Einfach auf Record drücken, dann wird runtergezählt und alles, was jetzt gemacht wird, wird quasi gefilmt. Das, was man hier unten sieht, diese Pause-Button und die Zeit, die läuft, die wird man später nicht sehen. Genauso sieht man das hier, das Grüne, das kann man später auch noch verrutschen. Ich kann da aber auch natürlich ein bisschen hin und her machen, mein Bild besser machen oder ich kann mein Bild natürlich auch ausblenden, dass man das später nicht sieht. So, und wenn ich fertig bin, drücke ich auf Pause und auf Dann. Und schon ist mein Video eigentlich fertig. Hier können wir es jetzt nochmal ablaufen lassen. Das ist jetzt genau das Video, was vorhin vorkommen ist. Alles mit meiner Facecam mit dabei. Und ich kann jetzt theoretisch auch rausschneiden. Das heißt hier eingrenzen oder Sachen wegnehmen. So, und wenn ich dann fertig bin, muss ich es nur noch finalisieren. Das heißt, ich haben Sie gerade gesehen, hier ging nochmal mein Dings raus. Und wenn ich dann fertig bin mit dem Ganzen, dann wird das Ganze gespeichert oder bei YouTube hochgeladen. Hier geht's. Entweder zu Screencast-O-Matic oder als Videofile gespeichert. Und meistens wählt man dann MP4 aus, einen Namen und sagt dann noch, wo es hin soll. Auf Publish und schon ist das Video fertig. Vorteil von Screencast-O-Matic liegt auf der Hand. Sie ist kostenlos, also die Software. Man kann ein Bild einfügen. Sie ist sehr, sehr leicht zu bedienen, weil intuitiv man genau weiß, wo man hindrücken muss. Nachteile ist es auf 15 Minuten begrenzt. Und man hat ein Wasserzeichen drin. Das heißt, wenn ein Video abgeschlossen worden ist, dann steht da irgendwo www.screencast-o-matic.com mit dran. Aber für die ersten Versuche ist es super, wenn man nicht viel Geld ausgeben muss. Man braucht dafür eigentlich nur noch ein Mikrofon, ein Headset, am besten ein USB-Mikrofon und die Kamera ist ja optional. Wer dann weitere, schwierigere Sachen machen möchte, Sachen einblenden möchte, Zooms einbauen möchte, dem sei dann Camtasia empfohlen. Da kann man dann wirklich alles Tolles damit machen. Aber fürs Erste, kostenlos was testen, ist Screencast-O-Matic genau das Richtige. Viel Spaß und flipp mich!